6. November 2038, 17.13 Uhr. In Jericho. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Die Alte, ich kenne die doch noch. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Hab ich beim Schneiden gesehen, das war die, die mich sogar erschreckt hat. Sich verstecken nur um zu überleben, das ist Freiheit für dich? Die Sau. Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Genau die. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Düster. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du siehst echt aus wie ganz von ganz am Anfang, du. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Ja. Yeah. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Oh, ich glaube, ich habe mir wehgetan. Sieh dich um. Finde Lucy, erkunde Jericho. Was hängt denn hier? Fast wie so einem Obdachlosenheim hier. Also nicht direkt Obdachlosenheim, aber quasi in so Häusern, die verlassen sind und von Obdachlosen eingenommen sind. Sprechen. In einem üblen Zustand. Was? Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Oh. Ich will mich nicht abschalten. Haben wir auch noch eine sitzen. Ja, war alles vertreten, ey. Den haben wir auch so eine Art Bauarbeiter. Die ist, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie von so einem Skatepark oder so. Scheint mir fast so, keine Ahnung. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Aha. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Ist aber böse. Dann spiel du weiter mit deinem Tennisball. Ja, hier, die scheint mir vom Krankenhaus zu sein. Der ist aber vielleicht von der Baustelle. Der sieht so groß aus. Öffnen. Ist bereits geleert.
nichts mehr drin. Cyberlife. Hm? Ja, analysieren. Cyberlife Lager und Docks, West Torrance Avenue. Route wird berechnet. Feuer entfachen. Machen wir mal ein bisschen Licht. Bisschen Raucher, was? Hast immer ein Feuerzeug dabei? So, was haben wir hier? Auch wieder das RA9. Hm. Was wohl damit auf sich hat? Hier ist nichts mehr. Ach, jetzt kommen die hier hin und stellen sich ans Feuer. Aha. Man hier. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Ja. Wenn man keine Ersatzteile mehr hat, dann sterben sie langsam aus, ja. Müssen sie ja einen Verschleiß haben, ja. Einmal eine Runde drehen. So. Hier. Boah, wie sieht die denn aus? Die Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Oh. Jetzt tot? Hat sich abgeschaltet? Oder wollte sie uns quasi mit diesem Kontakt quasi uns zeigen, wie eine Nahtoderfahrung oder eine Toderfahrung ist? Oh, hier, den hätten wir fast übersehen. Ah, ne, bei dem können wir nichts machen, okay. Und gehen wir da mal rein. Bei der singenden Frau hier. Oh, das ist nur Unterleib. Hier. Am Lagerfeuer. Ich glaube, bei der fehlt was. Ja, bei der fehlt auf jeden Fall was. Der Hinterkopf. Hinsetzen. Zeig mal. Ah, jetzt kommen ja diese Minispiele. Oh, ja, da habe ich mir wehgetan, du. Ich stoppe die Blutung. Ah, nein. Oh nein, nicht mit dem Renneisen. Ja, okay, der spürt ja eh nichts, aber. Ah, das wird bestimmt wehtun. Trink das. Hat dieses blaue Blut ist Therium? Therium?
aufstehen. Gib mir deine Hand. Okay. Diese schwarzen Augen. Oh. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Boah, sieht aus mit dem Hinterkopf da. Jetzt hätte man ihr Gehirn herausgerissen. Und die Verbindungen einfach hinten rausbaumeln lassen. Ah, naja, okay. Unterbreite Simon. Simon. Simeon. Oh, hier kann ich auch noch ein Feuer entfachen. Zack. Ist das jetzt bei jeder Tonne? Mal gucken. Da auch noch eine Tonne. Oh, Tatsache, ja. Machen wir noch über Licht an hier. Kommen die nämlich alle zum Feuer. Da haben wir Licht an. Und hier auch noch. Hier nicht. Da aber noch. Stimmt. Mensch, ich komme jetzt direkt zu Simeon. So. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Doch. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Aha. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Ha. Zeit zu entscheiden. Ah, haben wir diesmal alles gefunden? Geh mal rüber hier. Geh mal rüber. Ja. Aber nur was ich jetzt hier am Anfang. Vielleicht hätten wir mit den Dialogen noch was freischalten können. Öffne die Meinung, skeptisch. Aber ey, wir haben alles gefunden. Und dann fortfahren.